Lobet den Herrn, meine Seele, und sei dankbar für das, was er dir Gutes getan hat. Die Vertonung des Psalms 103 ist das Lied des heutigen Abends. Jetzt leben wir seit Wochen in einer handfesten Krise und ehrlich gesagt, ich selbst und auch viele Menschen um mich herum haben Angst. Angst um die eigene Gesundheit, Angst davor, den Job zu verlieren, Angst vor Streit in der Familie, die so eng aufeinander hängt, oder aber auch Angst vor Vereinsamung. Und dann dankbar sein und Gott loben für das, was er Gutes getan hat. Ehrlich gesagt, das klingt schon nach einer ganz schönen Herausforderung. Aber Angst haben ist eben erstmal ein menschliches Grundgefühl, wenn auch zurzeit oft sehr konzentriert. Und wir dürfen und müssen eben nicht in dieser Angst stecken bleiben, sondern wir dürfen trotz der Angst unser Leben jeden Tag neu angehen und gestalten, unsere Lebenswege gehen. Und auf diesen Wegen macht es mir Mut, was ich im Umfeld im Moment häufig wahrnehme. Da sind unzählige Menschen, die auf ganz kreativ fantasievolle Art für andere Menschen da sein wollen, die die Auswirkungen der Kontaktsperre minimieren wollen und ihnen was entgegensetzen möchten, die für Menschen in wirtschaftlichen Notlagen Ideen entwickeln oder auch für Menschen, die unter den sozialen Folgen der Kontaktsperre leiden. Da sind Menschen füreinander da und miteinander unterwegs. Das macht Mut. Und es zeigt mir auch ganz deutlich als Christin, dass Gottes Botschaft sichtbar wird. Die Botschaft eines Gottes, der uns Menschen verspricht, dass er immer mit uns geht, zu allen Tagen unseres Lebens und auch in den schweren Stunden. Und dieser Gott, der begegnet uns ganz konkret in eben diesen empathischen, teilnahmsvollen Menschen, die mit viel Fantasie für andere da sind, mit anderen Wege gehen, mit ihnen mitleiden, aber ihnen auch Hoffnung schenken. Gott ist da. Und Freundinnen und Freunde, Bekannte, aber auch Familie, genauso wie ein Fremder, der mir begegnet, kann zu eben einem Botschafter dieser Aussage werden, dass Gott da ist und mit uns gehen will, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Und für diese Begegnungen, für diese Erfahrungen bin ich unendlich dankbar. Lobe den Herrn, meine Seele, und sei dankbar für das, was er dir Gutes getan hat.